bald geht mein Studium und mein Semester los und ich habe irgendwie 1000 offene Fragen, habe auch irgendwie ja ein bisschen Bammel vor dem Semesterstart. Ich weiß noch gar nicht, wie das ganze Studium werden soll, ob ich mich irgendwie darauf vorbereiten soll, ob ich schon vorlernen soll, ob ich mir irgendwelche Bücher kaufen muss. Irgendwie stresst mich das alles ganz schön. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Und mittlerweile habe ich das Studium beendet, aber vielleicht kennst du so eine ähnliche Situation wie ganz am Anfang dieses Videos, dass du einfach ein bisschen Bammel hast, zig Fragen hast, dir es irgendwie ein bisschen mulmig ist, weil dein Medizinstudium bald beginnt oder das Studium weitergeht und du im höheren Semester bist und immer ein bisschen Angst vor dem neuen, nächsten Semester hast. Ja, und vielleicht befindest du dich eben in einer ähnlichen Situation, stehst jetzt vor dem Studienstart, vor dem Semesterbeginn, hast noch zig Fragen offen. Und genau dafür möchte ich dir 3 Speed-Tipps geben, wie du diesen Studienstart gut meistern wirst. Und es gibt auch wieder Hinweise und weitere Infos zu unseren kostenlosen Online-Ersti-Tagen. Das erfährst du im Laufe des Videos noch, wo und wann die genau stattfinden werden. Dann Tipp Nummer 1, der gilt sowohl für Erstis als auch für Studierende in höheren Semestern. Kauf dir vor dem Semester nicht irgendwelche Bücher. Am Anfang ist man geneigt, irgendwie alles Vorgeschlagene, alle Empfehlungen zu kaufen. Zum einen, oft ist es so, dass du das Geld sparen kannst, weil du einfach in die Bibliothek erstmal gehen kannst, dir die Bücher ausleihen kannst und wenn du sagst, das Buch hat dich überzeugt, dann kannst du es dir immer noch holen. Ich war ein Fan davon, mir die Sachen auch einfach gebraucht zu kaufen, dann konnte ich auch einfacher oder da war die Hürde dann nicht so groß, irgendwas noch reinzuschreiben, mir meine Gedächtnispaläste an den Rand zu irgendwelchen Themen aufzuschreiben. Von daher der erste Tipp, kauf dir zu Beginn des Semesters, gerade wenn du Erste bist, erstmal keine Bücher. Warte erstmal ab, was die Professoren empfehlen und auch da musst du dir nicht immer alles gleich kaufen, weil es kann wirklich viel Geld sparen und oft ist es wirklich gar nicht nötig, dir irgendwelche dicken Schinken groß zu kaufen. Dann, wenn wir schon beim Thema Bücher kaufen sind und so weiter, du bist vielleicht wirklich am Beginn deines Studiums, deines Humanmedizinstudiums, habe ich noch folgende Infos. Vielleicht hast du schon mitbekommen, wie alle Semester haben wir wieder von Happy Hippocampus unsere kostenlosen Online-Ersti-Tage. Es sind 2 Tage, die werden am 3., ich blende sie jetzt auch mal ein, am 3. und 4. Oktober 2022 stattfinden. Es wird live auf Instagram und YouTube stattfinden, jeweils ab 18 Uhr. Ich werde dir an den 2 Tagen solche Fragen wie eben noch viel detaillierter erklären, erläutern. Ich werde auch ganz individuell auf den Chat live eingehen, wenn du noch Fragen, Probleme hast, die du ja von mir beantwortet bekommen möchtest, dann sei auf jeden Fall gerne dabei. Es ist wie gesagt komplett kostenlos. Es wird immer so 1-2 Stunden jeweils pro Tag dauern. Ich werde dir hauptsächlich auch Lerntechniken erklären. Ich werde dir die Loki-Methode, also die Gedächtnispalast-Methode erklären. Ich werde dir andere Lerntipps geben. Ich werde dir auch andere Hinweise, allgemeine Tipps für Erstis mit auf den Weg geben. Also sei da gerne dabei. Es wird auch coole Gäste geben, die dir auch Erfahrungen aus ihrem Studium herausgeben, denen du auch Fragen stellen kannst. Es wird zum Beispiel Esther Lioba dabei sein, es wird Dr. Felicitas Saal, die Stresscoach ist, dabei sein und selbst auch beide Medizin studiert haben oder noch Medizin studieren. Also es wird ein richtig cooles Ersti-Event, ist extra für Erstis und es ist so, dass ich dir damit einfach möglichst viele Ängste, Zweifel, Probleme, die du jetzt vielleicht am Studienanfang hast, einfach ja, dich beruhigen kann, viele Fragen beantworten kann und wie gesagt, sei gerne dabei. Es gibt auch eine Telegram-Gruppe, wo du jetzt schon rein kannst, wo ich auch schon im Vorfeld Tipps gebe, wo auch alle detaillierten Infos nochmal zu finden sind. Also komm da gerne auch in die Telegram-Gruppe, dort erfährst du auch dann noch alles Weitere. Dann Tipp Nummer 2, ich habe gerade schon die Telegram-Gruppe angesprochen. Der ist auch in höheren Semestern wichtig, aber da weißt du es wahrscheinlich schon. Versuch gerade am Anfang in deine ganzen Ersti-Gruppen, oft gibt es entweder auf WhatsApp, manche auch auf Discord, manche Unis oder Fachschaften, die das anbieten, manche auf Telegram, manche noch auf Facebook, wo wirklich spezielle Ersti-Gruppen für deine Uni meistens über die Fachschaft erstellen, wo du dich schon austauschen kannst, wo du auch schon Fragen stellen kannst, wo es auch weitere wichtige Infos von der Fachschaft und so weiter gibt. Also versuch als Tipp Nummer 2 in diese Gruppen zu kommen. Ja, und oft ist es eben so, dass du die Links von den Fachschaften bekommst. Oft stehen sie auf der Uni-Homepage, entweder direkt von der Uni oder eurem Lehrstuhl von Medizin oder eben auf der Fachschafts-Homepage. Also schau dich da gerne mal um oder verwende einfach mal bei Facebook die Suchfunktion oder schau bei Telegram, WhatsApp, ob es da vielleicht eben schon die entsprechenden Gruppen für deine Uni gibt. Aber da ist es echt gut, weil da erfährt man dann auch während des Semesters oft noch wichtige Infos, bekommt noch Sachen mitgeteilt, kann sich austauschen, kann vielleicht schon die ersten Kontakte knüpfen. Und das ist so mein 2. Tipp, versuche in diese Gruppen zu kommen,
Gerne auch natürlich in unsere Telegram-Gruppe. Wir sind Uni-übergreifend, also wir können jetzt keine speziellen Fragen für deine Uni beantworten, aber allgemeine Fragen zum Lernen, zur Vorbereitung und so weiter. Dann Tipp Nummer 3, und den stellen sich vielleicht manche auch in höheren Semestern, aber ich glaube auch ganz besonders alle Erstis: Soll ich mich irgendwie vorbereiten? Soll ich schon irgendwelche Bücher lesen? Soll ich schon irgendwas vorlernen und so weiter? Und da ganz klar meine Bitte und Empfehlung: Das Semester geht so schnell an, du wirst so schnell vielleicht schon die ersten Klausuren haben, die ersten Prüfungen und so weiter. Du wirst da so schnell ins Unileben dann ja geworfen, dass du wirklich aus eigener Erfahrung, ich dir sagen möchte und mit auf den Weg geben möchte: Genieß lieber jetzt noch deine freie Zeit. Es wird dann schnell genug, stressig genug. Von daher geh deinen Hobbys nach, was nicht heißen soll, dass du dann keine Zeit mehr für Hobbys hast. Auch solche Fragen werden wir bei unseren Online-Ersti-Tagen klären. Ich kann aber vorweg sagen, du wirst auf jeden Fall auch noch Zeit, gerade wenn du effektiv und effizient lernst, mit entsprechenden Lerntechniken oder zum Beispiel Gedächtnispalästen, dass genug Zeit übrig bleibt, um wirklich seinen Hobbys nachzugehen, um noch Freizeit zu haben. Aber trotzdem, klar, wenn das Semester dann mal begonnen hat, wirst du einfach weniger Zeit dafür haben, wirst dann vielleicht vor Klausurphasen gestresster sein. Von daher, tank jetzt lieber Energie, mach die Sachen, nutz deine freie Zeit. Ja, mach schöne Dinge, die dir Kraft geben, Energie geben, weil, wie gesagt, das Studium, die ersten Klausuren kommen dann früh genug und es ist wirklich nicht nötig, irgendwie im Voraus schon irgendwie groß zu lernen, auch wenn du vielleicht von anderen schon hörst: Oh, ich schaue mir schon Physik an, weil ich noch nie irgendwie groß Physik in der Schule hatte oder das abgewählt hatte. Mach dir da wirklich keinen Kopf, es reicht allemal, wenn du dann ja damit anfängst, wenn die ersten Vorlesungen dann gewesen sind, wenn dann das Studium ins Rollen kommt. Aber du brauchst wirklich im Vorfeld nichts irgendwie vorbereiten, auswendig lernen. Außer du musst dich natürlich formell bei irgendwelchen Klausuren oder Sachen schon anmelden, aber da bekommst du dann auch von der Uni oder von der Fachschaft ja die Infos, wo du dich wann wie anmelden musst. Aber wirkliches Lernen für irgendwelche Fächer brauchst du echt nicht, weil dann trotzdem während des Semesters noch genug Zeit ist. Also nochmal kurz zusammengefasst: Was sind meine kurzen 3 Tipps vor Beginn deines Semesters oder deines Studiums? Erstens, du brauchst dir wirklich keine Bücher zu kaufen. Welche Sinn machen dann dir zu kaufen? Das werde ich auch an den Online-Ersti-Tagen mit dir besprechen, auch ganz persönlich, welche Bücher ich damals gekauft habe. Dann der zweite Tipp: Schau, dass du in die ganzen Ersti-Gruppen bei WhatsApp, Telegram, Facebook und so weiter bekommst, weil du da alle viele wichtigen, ja, Sachen einfach erfährst und schon die ersten Kontakte knüpfen kannst. Und eben drittens: Versuch die Zeit vorm Semester, vor deinem Studium noch zu genießen. Geh deinen Hobbys nach, mach Sachen, die dir Energie geben, die dir Freude bereiten, denn das Studium geht schnell genug. Dann wieder los, du wirst weniger Zeit für solche Sachen haben und es wird dann ja dir auch Energie kosten. Von daher genieß die Zeit und freu dich aber trotzdem, wenn das Studium, wenn das nächste Semester einfach wieder startet und angehen wird, weil es eben auch eine richtig coole Zeit dann werden wird und das Studentenleben für viele auch die schönste Zeit im ganzen Leben ist. Also, freu dich aufs Semester, auf den Semesterstart. Wie gesagt, sei gerne bei unseren Online-Ersti-Tagen dabei. Wird richtig cool. Wenn du noch Fragen hast, Probleme, Sorgen, schreib mir das gerne auch in die Kommentare. Auch schon Themen, die wir vielleicht an den Online-Ersti-Tagen ja beantworten oder ich beantworten soll. Und wenn du weitere Erstis kennst, teile gerne dieses Video. Und ich würde mich freuen, wenn du dann vielleicht bei den Online-Ersti-Tagen dabei bist oder wenn wir uns irgendwo in einem anderen Video mal sehen. Wir machen ganz viele Gedächtnis Paläste, Merkvideos. Schau dich einfach mal auf unseren Kanal um, falls du vielleicht neu bist und Ersti bist. Ansonsten wünsche ich dir schon mal viel Spaß und Erfolg in deinem nächsten Semester mit deinem Studium. Wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Video. Mach's gut. Ciao.